Worüber ich ein bisschen sprechen möchte heute ist, was ist eigentlich unser Stand auf dem Weg der Entwicklung eines Menschen mit Mukoviszidose vom Kind zum Erwachsenen? Wo stehen wir in den einzelnen Bereichen und wo haben wir Lücken, von denen wir wissen, dass es sie geben muss, weil Mukoviszidose ist eine nicht besiegte Erkrankung. Aber wie können wir die adressieren und was können wir vielleicht auch gemeinsam dagegen tun? So, jetzt habe ich es begriffen, dass es andersrum geht mit dem Computer hier. Wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Die Mukoviszidose ist ja erst in den 40er Jahren des letzten Jahrtausends, kann man sagen, beschrieben worden. Und was Sie sehen auf der linken, von mir aus linken Seite, dieses Foto des sehr verhungerten kleinen Kindes, das war die Mukoviszidose-Realität noch in den 60er Jahren. Also noch gar nicht so unendlich lange her. Das ist nicht ein paar Jahrhunderte her. Solche Bilder sehen Sie leider nur noch da heutzutage auf der Welt, wo Menschen Krieg machen und sich gegenseitig verhungern lassen. Das war das, wo wir gestartet sind. In den 50er Jahren war es so, dass die Einschulung von Kindern mit Mukoviszidose als ungewöhnlicher Erfolg gefeiert wurde. Dann sind in den 90er Jahren ist das Gen entdeckt worden und das erste Mal kam tatsächlich Hoffnung auf, dass Kinder mit Mukoviszidose vielleicht Erwachsene mit einer besiegten Erkrankung werden. Das hat sich bisher noch nicht so bewahrheitet, aber es ist ganz viel auf dieser Basis, man kennt das Gen, gemacht worden. Und wir haben inzwischen auch das Überleben deutlich verbessert. Und Sie sehen das im Prinzip auf dem unteren Bild, wo ein Patient mit Mukoviszidose als legendärer Marathonläufer, ich denke vielen hier im Hause auch bekannt und viele hier kennen ihn, aktiv ist. Und das ist etwas, was heute zum Glück viel, viel häufiger ist als das Bild, was wir oben gesehen haben von diesem kleinen, elendlichen Kind. Und was haben wir in Zahlen erreicht? Für Deutschland war 2015, das sind die Zahlen aus dem letzten Bericht, die wir haben, das mediane Sterbealter 32 Jahre, also weit weg von dem, was wir früher hatten mit Einschulung, ist schon was. Es ist aber von da bis zu dem, wo wir hinwollen, noch ein sehr weiter Weg. Und das zeigt dieses nächste Bild. Hier sehen Sie diese Balkengrafik und die zeigt, dass über die Lebenserwartung von Männern und Frauen in Deutschland mit zu verschiedenen Jahren, angefangen in den 1950er Jahren. Und das ist ein stetig steigender Prozess. Und Sie sehen, über 84 bzw. 88 ist die Lebenserwartung in Deutschland zurzeit. Ich habe da mal eingetragen, rot in der Mitte, wo wir mit der Lebenserwartung von Patienten mit Mukoviszidose liegen. Das heißt, wir haben diese gelbe Linie, die in den 50er Jahren anfing. Bis hier ist es viel, viel erreicht worden. Aber ich glaube, wir sehen genauso deutlich, dass wir noch ein Riesenstück Weg vor uns haben. Denn das Ziel ist ja eine normale Lebenserwartung in normaler Lebensqualität. Und das, denke ich, zeigt diese Balkengrafik ganz gut, dass wir da viel geschafft haben, aber mindestens genauso viel vor uns liegt. Was ich Ihnen hier zeige, sind Daten aus Kanada und ich habe das unterschrieben, dieses Dia, hätte es noch besser sein können. Das heißt, sind wir eigentlich in Deutschland, wir sind in Exportweltmeister, sind wir eigentlich auch Weltmeister in CF-Therapie? Und wenn man sich das hier anschaut, das ist eine Grafik, die zeigt das mediane Alter des Überlebens bei der kanadischen CF-Bevölkerung und Sie sehen, dass die Statistik auf der linken Seite bis 50 Jahre geht und unten die Jahre 1990 bis 2010 zeigt. Da sind dann vier Kurven eingetragen, einmal für alle Patienten, dann Patienten, die vor dem 18. Lebensjahr und vor dem 2. Lebensjahr diagnostiziert wurden. Das sind unterschiedliche Gruppen und Patienten, die die häufigste Mutation tragen, Delta F508. Egal welche dieser Gruppen man nimmt, die Lebenserwartung 2010 für diese Patienten ist deutlich besser als das, was wir in Deutschland im Moment realisiert haben. Also auch da haben wir noch mit den Möglichkeiten, die es offensichtlich in dieser Welt gibt, Luft nach oben. So, dass das mittlere Überleben in Kanada bei 50 Jahren liegt. Das ist von dem, was wir hier haben. Wir sind jetzt bei knapp 40 Jahren, 38 oder so, nochmal ein deutlicher Schritt vorwärts.
Ich denke, wir sollten das wirklich mal auf uns wirken lassen. Das ist erreicht worden mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Da ist keine Zauberei und so etwas dahinter, sondern das sind die Mittel, die es gibt. So, und dann ist die Frage, naja, wie ist es denn mit Lungentransplantation? Vielleicht ist das eine ganz wesentliche Größe, die das Überleben beeinflusst. Und das hier sind auch nochmal die Daten aus Kanada. Und dieser rote Strich zeigt die 50%-Linie wieder. Und da sind die eine Kurve, die durchgezogene, zeigt die Patienten, wo man die Transplantation nicht mit eingerechnet hat und das andere mit Transplantation. Egal welche Linie Sie nehmen, das ist deutlich besser als das, was wir im Moment hier realisiert haben. So, was ist das? So, ach so, okay. Gut, wenn man jetzt schaut, was ist zu tun? Ich denke, es hat sich bei uns ganz viel verbessert. Die Grafik, die Sie hier drauf sehen und die eingeklammerte 8 dort, das ist das Alter des jüngsten verstorbenen CF-Patienten. Das heißt, auch heute gibt es leider Kinder, die als Kinder an dieser Erkrankung Mukoviszidose versterben. Und ich denke, das ist eine riesige Herausforderung für uns. Es ist eben nicht alles nur eitel Sonnenschein. So, und jetzt schauen wir mal, was ist eigentlich für Kinder passiert. Stefan Krupp hat das schon sehr schön dargestellt. Wir haben als Muko e.V. über 10 Jahre daran gearbeitet, dass ein Neugeborenen-Screening eingeführt wird in Deutschland. Und es ist dank des Einsatzes des Muko e.V. tatsächlich realisiert worden. Und ich zeige Ihnen hier mal Zahlen, die so ein bisschen belegen, was bereits an lokalen Programmen da war. Wir hatten in den... Wir hatten in den Jahren 13 wenige Prozente, die durch Screening erreicht wurden, hatten dann hier so um die 30%, die ohne, dass es bundesweit gemacht wurde, ein großes Programm mit sehr viel Geld von SAP gab es in Heidelberg, die ein großes Screening-Programm aufgelegt haben und es gab kleinere Programme in Mecklenburg-Vorpommern und in Dresden. Insgesamt haben wir jetzt ein generalisiert eingeführtes Screening. Ich denke, das ist für Kinder und Neugeborene mit Mukoviszidose ganz wichtig, dass wir wirklich eine Chance haben, die Patienten nicht erst mit einem Lebensalter von einem Jahr oder später zu diagnostizieren, sondern zu einer Zeit, bevor Symptome aufgetreten sind. Denn das ist der Sinn dieses Screenings. Mal sehen, geht es hier weiter? Ja. So, wenn wir uns dann weiter die Kinder und Jugendlichen angucken und wir schauen auf den Ernährungsstatus, dann sehen wir hier in der oberen Grafik, so diese Linie hier, das wären gesunde Patienten, gesunde Kinder und hier ist die Entwicklung des Ernährungsstatus für Kinder mit Mukoviszidose. Sie sehen, wir haben im Bereich Ernährung noch einiges aufzuholen. Das sind neue Daten, das Neueste, was wir aus unserem Register herausbekommen können. Etwas anders sieht es aus für den Ernährungsstatus von Erwachsenen. Das ist hier für Männer und Frauen aufgeteilt und hier sind die Kurven von CF-Patienten. Sie sehen, da ist der Abstand auch da, aber je älter die Patienten werden, desto weniger. Was ist die Erklärung? Die Patienten, die es geschafft haben, so alt zu werden, haben in der Regel entweder milde Mutationen oder irgendwelche individuellen Besonderheiten, die sie diese Statistik so gut aussehen lassen. Die Menschen, die im schweren Krankheitszustand sind, die sind dann rausgefallen aus dieser Statistik, weil sie verstorben sind. Aber Ernährung, und das zeigt das hier sehr eindeutig, ist ein Thema, was in der Kindheit anfängt, dann ein großes Thema ist und in der Erwachsenenzeit leider nicht ganz aufhört. Gut. Ein weiterer riesiger Punkt, das haben wir vorhin in einem anderen Zusammenhang von Stefan gehört, ist die Frage Lungeninfektion. Und da ist immer noch der führende Keim der Pseudomonas aeruginosa. Und hier die, sehen Sie die Häufigkeit, den prozentualen Anteil von Pseudomonas nachweisen in den verschiedenen Altersgruppen, angefangen bei kleiner 2, hier bis in das hohe Alter hinein. Und Sie sehen, dass dieser Prozentsatz hier bei 18 im Moment so zwischen 30% und 40% liegt. Das ist ein riesiger Erfolg. Was man gelernt hat, als ich studiert habe, das ist nun schon eine Woche her, aber trotzdem, da war es klar, mit 18 Jahren sind 80% der Patienten chronisch Pseudomonas besiedelt. Das, was Sie hier sehen, ist ein Riesenerfolg der Frühtherapie.
Man hat dieses Window of oder Opportunity, die Möglichkeit zu intervenieren, bevor die Infektion chronisch wird, mit der Frühtherapie wirklich suffizient genutzt. Und das ist, glaube ich, wirklich eine der Erfolgsstorys neben dem, was wir hoffen, was auch das Neugeborenen-Screening wird. Und das ist wieder was, was für Kinder und dann letztlich natürlich auch für Erwachsene gilt, weil wenn sie erwachsen ohne Pseudomonas-Besiedlung werden, sind ihre Möglichkeiten natürlich ganz andere, als wenn sie mit dem Erwachsenwerden schon 15 Jahre Pseudomonas chronisch in der Lunge hatten. So, Lungenfunktion, das hier ist, auf dieser Grafik sehen Sie den Abfall der Lungenfunktion über das Alter und das ist bekannt, da gibt es ein paar rauf und runter Variabilitäten, aber, und das ist das, was ich Ihnen herausnehmen wollte aus diesem allgemeinen Darstellung, ist der jährliche Abfall der Lungenfunktion in den verschiedenen Altersgruppen. Und Sie sehen, das fällt hier so mehr oder weniger an so einer Linie ab, bis auf dieser Block, diese Spitze, die fällt ganz und gar heraus. Und das ist das Alter der Pubertät. Viele Kinder, Jugendliche verlieren einen Großteil ihrer Lungenfunktion in der Pubertät. Das ist ein Problem, das ist jetzt nicht neu, das haben wir jetzt nicht bei der Auswertung des Registers als erste adressiert, aber das ist ein ungelöstes Problem. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns diesem Problem noch mehr stellen und aktiv auf dieses Problem zugehen, denn das fordert tatsächlich das ganze Team der CF-Versorger und das fordert das Team der Betreuer, der Familien, der Freunde, den Jugendlichen in dieser Phase zu helfen, ihren Kampf um ihre Stellung im Leben, ihre Position in den Familien nicht als Kampfmittel mit CF zu betreiben. Denn das ist zum Teil der Preis, der dafür gezahlt wird. Gut. Das hier sind nochmal Daten, die ich Ihnen schon gezeigt hatte, hier für die Kinder. Das sind das mittlere Sterbealter hier in Deutschland. Das heißt, wir haben noch eine Menge zu tun. Und wir müssen uns, wenn wir sagen, was haben wir zu tun, natürlich auch fragen, was sind eigentlich die Werkzeuge, die wir haben? Und die Werkzeuge sind Therapie. Und Therapie ist bei Mukoviszidose nicht nur Medikation, sondern auch Physiotherapie und Ernährung. Was ich hier auf dem Bild zeige, sind die Lungenfunktionsveränderungen, die Medikamente in kontrollierten Studien gebracht haben. Und zwar habe ich das eingeteilt auf der linken Seite, wo gestern steht, das sind Medikamente, die nicht am Basisdefekt, also nicht an dem Chloridkanal angreifen, was die für Verbesserungen der Lungenfunktion gebracht haben. Also zum Beispiel inhalatives Tobramycin hat enorm was gebracht. Und andere Mittel, DNAse, Azithromycin, all diese Dinge haben wir, hier haben so Veränderungen zwischen 2 und 12% der Lungenfunktion gebracht. Das habe ich mal als Therapie von gestern bezeichnet. Das hier sind die Therapien, die am Chloridkanal in irgendeiner Form angreifen oder den modulieren. Und da sehen wir, dass es da auch Therapien gibt, die enorme Wirkung haben bei einzelnen Mutationen und andere, die eine Wirkung haben, die sehr übersichtlich ist. Worauf ich hinweisen möchte hier, ist eine Therapie aufgeschrieben, die etwa so ist wie die anderen hier auch, wo aber die Autoren gesagt haben, unsere Therapie ist noch beileibe nicht ausgereift, wir müssen da viel, viel mehr investieren, um diese Therapie zu etablieren, das ist die Gentherapie. Das sind die Ergebnisse der britischen Gentherapiestudie. Die haben 3,7% FEV1-Verbesserung erreicht und sagen, diese Zahlen sind nur ein Ansporn, dass man die Entwicklung da weiter treibt und vorantreibt. Ich denke, dasselbe gilt für andere Modulatoren auch. Die müssen besser werden. Die sind da, das ist gut, aber sie müssen besser werden. Gut. Jetzt hatten wir so ein bisschen gemeinsamen Ausflug gemacht, wo stehen wir? Und dann fragt sich ja jeder Betroffene und jede Familie, was habe ich richtig gemacht, habe ich was falsch gemacht? Warum hat die Therapie bei meinem Kind, bei meinem Partner nicht so gegriffen, der tut genauso viel wie das Nachbarkind oder die befreundeten Patienten aus der CF-Community, aber das Ergebnis ist anders. Und ich möchte Sie jetzt mitnehmen
zu ein paar Dingen, die Ihnen zeigen, wie dasselbe bei unterschiedlichen Menschen offensichtlich unterschiedliche Ergebnisse haben kann. Und das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Das heißt, das Kind, das nicht so gut sich entwickelt mit Mukoviszidose, ist nicht das Ergebnis von Versagen der Ambulanz, Versagen der Eltern, sondern es können auch ganz andere Dinge mit reinspielen. Und das möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten Dias zeigen. Was ich hier zeige als nächstes ist, dass es Gene gibt außerhalb des Mukoviszidose-Gens, die ganz wesentlich Einfluss nehmen auf den Verlauf der Lungenfunktion bei Menschen mit Mukoviszidose. Das heißt, das sind Dinge, die haben Sie selber überhaupt nicht in der Hand. Da hat Ihnen die Natur etwas Zusätzliches geschenkt oder eine zusätzliche Last aufgelegt, jenseits des Mukoviszidose-Gens. So, wir haben hier Mutationen, das hier ist eine Mutationsgruppe und hier ist eine zweite Mutationsgruppe. Und was ich hier eingekreist habe, das sind immer die Zahlen hier vorne, das ist der jährliche Abfall der Lungenfunktion. Sie sehen, dass Sie in der Mischung dieser Mutationen gleiche Ergebnisse haben können, was den Abfall der Lungenfunktion angeht. Wenn Sie aber einen anderen genetischen Typ haben, dann können Sie ganz erhebliche Unterschiede haben in der Veränderung des jährlichen Lungenfunktionsabfalls. Das heißt, es gibt Genetik, gegen die manche zusätzlich ankämpfen müssen, um diesen Abfall abzubiegen, was andere nicht brauchen. Das muss man auch wissen, wenn man sich sozusagen vergleicht mit anderen. Warum geht es mir besser, warum geht es mir schlechter? Auch solche Dinge können da eine relevante Rolle spielen. Das nächste, was ein ganz wichtiger Punkt ist, Medizin ist, das wissen Sie alle, nicht Mathematik und hat mit Mathematik so gut wie gar nichts zu tun. Dass dem auch im Einzelfall so ist, das hier sind Bilder aus der englischen Gentherapiestudie, das ist nochmal der Lungenfunktionsverlauf, die haben keine Gentherapie gehabt, die hatten sie und am Ende der Beobachtungszeit waren hier 3,7% FIV1 Unterschied. Was aber das ist, was ich Ihnen eigentlich zeigen möchte, ist dieses Bild hier. Das ist jede dieser kleinen Säulen hier. Hier ist aufgetragen die Lungenfunktionsverbesserung, hier nach unten die Verschlechterung, ist ein Patient aus dieser Studie. Gleiche Studie, gleiche Medikation, gleiche Intervention. Die hier haben 20% FIV1-Verbesserung, richtig super gut. Die hier haben 15% FIV1-Verschlechterung. Ich würde mal schlechte Therapie, man könnte auch sonst was anderes dazu sagen. Das, was wir aber immer hier in diesen Grafiken sehen, ist der Mittelwert zwischen dem, was hier passiert. Das heißt, individuelles Ansprechen ist ein ganz wichtiger Faktor in der Beurteilung, wem nützt was. Und das sieht man hier auch nochmal, das ist die Kontrollgruppe, die nicht die Therapie bekommen hat. Auch hier gibt es viel weniger als hier, aber ein paar, die 10-12% Verbesserung an Lungenfunktion erreicht haben, während der Teilnahme an dieser Studie. Der Anteil derer, die sich deutlich verschlechtert haben, ist erwartungsgemäß in der Placebo-Gruppe höher. Was wir mitnehmen, individuelles Ansprechen ist ein ganz wichtiger Faktor in dem, was kommt bei dem einzelnen Menschen an, was nützt dem Einzelnen. So, ein weiterer Punkt. Ich hatte eben schon gesagt, dass Kanada offensichtlich uns ein Stück voraus ist. Und die Kanadier haben vor Jahren mal einen Überlebensvergleich gemacht mit den Amerikanern, vor vielen Jahren. Da waren die Kanadier erheblichst besser. Und damals ist herausgekommen, dass man in Kanada eine fettreiche Ernährung gegeben hat, während man in Amerika Stuhlkosmetik betrieben hat und gesagt, wir wollen kein Fett im Stuhl sehen, aber dementsprechend dünn waren die Kinder und Erwachsenen. In Kanada hat man gesagt, wie viel Fett im Stuhl ist egal, wenn die Normalgewicht haben, das ist unser Ziel. Das ist ein Therapieziel, das seit damals von allen übernommen wurde. So, und jetzt haben sie das nochmal gemacht, haben sich ihre Daten angeguckt und haben gesagt, wie ist es denn mit dem medianen Überleben? 50,9 Jahre in Kanada, 40,6 Jahre in den USA. Was ist anders? Sklaverei hat es in Kanada nicht gegeben, also ist aber schon lange her in den USA, das kann es nicht sein. Ja, was meinen Sie, was ist anders? Die amerikanische CF Foundation ist ja im Moment in finanziell sehr guter Situation, hat natürlich gesagt, was können wir machen? Wir suchen. Und das haben die auch
in amerikanischer Sorgfalt, wirklich sehr gut gemacht. Und was ist bei rausgekommen? Welche Amerikaner erreichen diesen kanadischen Schnitt, die privat versichert sind? Wer Medicare hat, also Sozialversicherung, minimalmedizinische Versorgung, der liegt 10 Jahre drunter. Das heißt, auch Geld und die sozialen Umstände sind ein ganz wichtiger Faktor, wie jemand mit einer Krankheit umgehen kann und welche Chancen jemand mit einer Krankheit hat. Ich denke, diese Daten können wir auch auf unser Land übertragen, jetzt nicht 50-40, aber das Prinzip, die soziale Sicherung von Menschen mit Mukoviszidose ist sicherlich eine Aufgabe, die auch die Lebensqualität und die Lebenserwartung verbessern kann. So, dann gab es einen Riesenhype, der, denke ich, initial auch sehr begründet war, mit den neuen Modulatoren. Menschen, die in Anführungsstrichen das Glück hatten, die Mutation G551D zu haben und Kalydeco bekommen haben, haben in der Regel eine sehr gute Verbesserung der Lungenfunktion und anderer klinischer Parameter gehabt. Diese Therapie an den verschiedenen Mutationen ist dann auf andere Mutationen ausgedehnt worden mit sehr unterschiedlichem Ergebnis. Insgesamt, wenn man das anschaut, dieser Therapieansatz, die Mutationsklassen sind wichtig, nur spezifische Mutationsklassen sprechen auf die einzelnen Medikamente an. Was erfreulich ist, dass unter bisheriger Langzeitbeobachtung, was 5 Jahre sind, aber immerhin, sind die Nebenwirkungen nicht gestiegen. Das heißt, sie scheinen verträglich zu sein, diese Art von Therapie. Und auch bei geringem Ansprechen der FEV1 hat man dann geguckt, wie vielleicht macht das ja doch was, auch wenn die FEV1 nur 3% besser wird, und hat sich den Abfall der Lungenfunktion angeguckt. Und da gibt es erste Hinweise, dass es da mögliche positive Auswirkungen geben kann. Und man hat gesehen, dass es auch in den Altersgruppe unter 11 Jahre, initial waren Erwachsene und dann ab 12 bis Erwachsenen getestet worden, man dort auch keine gestiegenen Nebenwirkungen hat. Das heißt, man den Schritt wagen kann, auch jüngeren Patienten diese Medikamentenklasse zu geben. Dass das mit dem Abfall der Lungenfunktion eine Bedeutung hat, zeigt diese Grafik hier. Sie sehen hier die Lungenfunktion 100% hier und dann hier die Start. Und wenn Sie die Rate des jährlichen Abfalls nehmen und dann sich angucken, was ist wohl so mit Überleben, das ist eine reine hypothetische Hochrechnung. Aber nichtsdestotrotz, Sie sehen, 1% Abfall oder 2% Abfall macht in dem erwartbaren Überleben einen deutlichen Unterschied. Das Problem ist, Sie müssen diese Sachen dann auch tatsächlich für Ihre Medikamente beweisen, und zwar so, dass sie jeder verstehen kann und man nicht drei Studiengänge Mathematik und höhere Mathematik besucht haben muss, um die Statistik dahinter zu verstehen. Wenn das so eindeutig und belastbar ist, dann wären das wirklich gute Tendenzen. Ja, es gibt zugelassene Medikamente, sind im Moment alle von einer Firma, von Vertex. Andere Firmen stehen mit anderen Produkten hier in den Startlöchern für klinische Studien. Was Sie hier sehen, jeder dieser bunten Kästchen ist ein Produkt, das auf dem Weg von der vorklinischen Entwicklung zum Patienten ist. Und ich habe hier eins eingekreist, weil das etwas ist, was ich Ihnen ganz kurz hier nochmal vorstellen möchte. Dabei handelt es sich um Amplifier. Amplifier sind Produkte, die entdeckt worden sind durch blindes Suchen. Man kippt viele Substanzen auf Zellen, guckt, wo passiert was. Und da, wo was passiert, die Substanz nimmt man und untersucht sie weiter. So sind die entdeckt worden. So sind auch übrigens die Kalydeco und Orkambi und so entdeckt worden. Das ist ein dafür sinnvolles Verfahren. Einfach blind draufkippen und gucken, was passiert. Was diese Amplifier machen und was sie unterscheidet von dem, was wir bisher an CFTR-Modulation hatten, sie erhöhen unreifes CFTR selektiv, also nur CFTR, das ist wichtig, dass sie nicht alle Proteine erhöhen, und dass sie das funktioniert dadurch, dass sie diese mRNA stabilisieren, und sie sind mutationsunabhängig. Egal welche Mutation sie haben, sie sorgen dafür, dass in der Zelle hier mehr abgelesen wird, mehr Protein hergestellt wird. Protein ist sozusagen dieser Kanal, den wir irgendwann in die Wand einbauen. Und wenn ich mehr davon habe, ist es nicht mehr Heiles, aber es ist mehr. Und dann können andere Substanzen in Kombination mit solchen Amplifiern angreifen und sehen, dass sie dieses mehr vorhandene Eiweiß
verändern und davon ein Teil in die Zellwand kommt, wo wir es brauchen und wo es funktionieren soll. Also sie stellen einfach mit den Amplifiern mehr Substanz zur Verfügung, mit denen anderen Substanzen dann andere Medikamente angreifen können. Das heißt, diese Art von Therapie ist mutationsunabhängig. Das ist ziemlich egal, welche, nicht nur ziemlich, sondern ist egal, welche CFTR-Mutation Sie haben. So, dass sich das, wenn man das auf der Zelle, was Sie hier auf diesem Dia sehen, ist eine Lungenzelle, hier oben ist das Epithel, hier ist der Zellkern und die Amplifier, die arbeiten hier unten beim Ablesen von mRNA und Produzieren von Proteinen. Und Protein, das ist sozusagen das, was nachher als Kanal in die Wand kommt. Die Medikamente, zum Beispiel Lumacaftor, das greift hier an, das verhindert im Idealfall den Abbau des fehlerhaften Proteins. Und Ivacaftor, das greift hier oben an, am Kanal, das erhöht die Öffnungswahrscheinlichkeit. Wenn Sie das auf dieses Modell, die Tür ist ein CF-Kanal, übertragen, dann macht dieses Amplifier, stellt viele schrottige Türen her. Das Lumacaftor sorgt dafür, dass nicht alle abgebaut werden, sondern ein paar mehr es in die Wand schaffen. Und wenn die Tür dann eingebaut ist, dann ist das Ivacaftor dazu da, um die Tür zu ölen, dass sie sich tatsächlich öffnen lässt. Also Amplifier würden, wenn sie dann funktionieren und die Nebenwirkungen übersichtlich sind und. Aber mal vorausgesetzt, das ist so, wären sie ein weiterer, möglicherweise wichtiger Schritt in dem therapeutischen Areal, um CF zu behandeln. Gut, wenn wir das zusammenfassen, dann können wir uns fragen, was macht den Unterschied? Die Genetik jenseits von CFTR macht einen Unterschied. Dass CFTR-Genetik einen Unterschied macht, habe ich hier nicht drauf, weil das weiß jeder. Wenn Sie eine milde Mutation haben, dann haben Sie es einfach leichter, mit der Krankheit Mukoviszidose umzugehen, als bei den typischen klassischen Mutationen. Und wir sollten nicht vergessen, wir haben ein individuelles Ansprechen auf die gleiche Therapie. Das heißt, für einen kann etwas sinnvoll sein, was für den anderen nur eine therapeutische zusätzliche Belastung ist. Zum Beispiel der Versichertenstatus, der Sozialstatus ist etwas, wo wir allen Familien mit Mukoviszidose helfen müssen, in einen Bereich zu kommen, in der es sich nicht mehr negativ auf die Krankheit und auf das Überleben der Kinder und jungen Erwachsenen auswirkt. Und wir haben auch andere individuelle Dinge, die passiert sein können. Wenn Sie als Baby eine schwere RSV-Infektion haben, da können Sie ohne oder mit Mukoviszidose einen bleibenden Lungenschaden haben. Haben Sie zusätzlich Mukoviszidose, ist das ein individuelles, schweres zusätzliches Risiko. Es sind also eine Menge von Faktoren, die hineinspielen. So, ja, schöne neue Welt. Frühe Diagnose, da, was Sie hier sehen, diese kleinen Zeichnungen in Rot, das sind meine Amateurversuche, da in das Bild irgendwas einzufügen. Also Neugeborenen-Screening, ich denke, da können wir einen satten Haken machen, das haben wir erreicht. Ursächliche Therapie, der Haken ist da, aber da ist noch viel Platz nach oben. Gentherapie genauso, der Schritt ist gemacht, der erste, aber da ist auch noch Luft nach oben. Das individuelle Ansprechen und modulierende Gene war das, was ich Ihnen gezeigt habe. Zwei Gene, je nachdem in welcher Kombination sie vorliegen, verändern den Verlauf der Lungenfunktion. Nebenwirkungen, das ist, denke ich, gut, dass sie tatsächlich im Moment beherrschbar und häufig dann, wenn man absetzt, gehen die Nebenwirkungen auch weg. Die Lebensqualität, wie bei Gesunden, da sind wir noch ein gut Stück von entfernt. Und die Lebenserwartung, sie ist viel besser, aber das Ziel ist die normale Lebenserwartung. So, und dazu möchte ich dann jetzt auch nochmal Sie mit einer Zahlenkolonne überfallen, von der wir nur zwei Zahlen brauchen. Das ist eine Studie, die die Entwicklung der CF-Population in Europa zeigt. Sie sehen hier, das sind Gruppe A-Länder. Die haben ein Register, das immer schon vernünftig funktionierte. Gruppe B-Länder, die haben auch ein Register. Wir sind hier oben. Wir sind deswegen nicht in Gruppe A gekommen, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht 4 Jahre kontinuierliche Daten abliefern konnten. Also es ist nicht so, dass wir eine B-Klasse sind mit unserem Register, um das auch klar zu sagen. So, was man jetzt hier aber sieht, dass für Jugendliche in den nächsten bis 2025 ein Zuwachs an CF-Patienten von etwa 23% bei uns zu erwarten ist, von Erwachsenen von knapp 70%. Das heißt, die Zunahme an Erwachsenen mit Mukoviszidose ist total erfreulich, ist aber eine riesige
Herausforderung, herzlichen Dank. Eine riesige Herausforderung. Und diese Herausforderung, das sieht man, die ist europaweit, aber die ist eben bei uns auch da. So, was bleibt also zu tun? Bessere Therapien, das ist klar. Wir haben gesehen, wir sind in manchen Bereichen auf dem richtigen Weg, aber sicher nicht am Ziel. Wir müssen psychosoziale und auch die sozialen Aspekte beachten und bearbeiten. Die Struktur, und das ist ganz wichtig, der Erwachsenenambulanzversorgung, die ist, ich denke, das weiß jeder, die liegt hier uns allen im Verein sehr am Herzen, aber das ist auch ein äußerst dickes Brett, an dem wir bohren, weil da viele, viele Beteiligte so nicht unseren Enthusiasmus teilen, dass man nicht warten kann, sondern jetzt was tun muss. Und es ist sicherlich auch etwas, was als Herausforderung für die Arbeit in den Ambulanzen ist, wenn wir in der Regel Kinder bekommen mit Eltern, die über Screening aufgefallen sind, diesen Kindern fehlt nichts. Und sie sagen den Eltern, übrigens, sie haben ein Kind, das eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, die heutzutage etwa die Hälfte der Lebenserwartung der normalen Bevölkerung hat, aber sonst geht es ihrem Kind gut. Diese Situation werden wir ganz ernsthaft und wirklich engagiert auffangen müssen. Das ist eine neue Situation für die Kinderambulanzen. Und da geht es um Compliance-Probleme und eine ganze Menge andere. Ja, Therapie und Begleitung in der Pubertät. Ich denke, dieser Zacken, der Abfall der Lungenfunktion, den ich Ihnen gezeigt habe für die Pubertätsjahre, ist eine riesige Herausforderung. Aus meiner Sicht entspricht die etwa ähnlichen Herausforderung, wie die Struktur für die Erwachsenenversorgung zu verbessern. Wir wissen das lange, aber wir haben noch keine Lösungsansätze. Ja, und. Ich denke, am Ende geht es nur, wenn wir es gemeinsam anpacken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.